Glück auf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Erbgerichte, unsere Sendung des Kabeljournals, hat sich heute ganz ins Zentrum, in den Mittelpunkt des Erzgebirgskreises begeben, in die schöne Gaststätte, Hotel und Gaststätte Am Sauwald. Und warum das Am Sauwald heißt, dazu habe ich unseren Chef, den Herrn Stöckel, bei mir an der Seite. Und er wird jetzt mal ganz kurz sagen, wie es zu dem Namen kam. Ja, Glück auf erstmal alle Zuschauer des Kabeljournals. Der Name, wir haben vor 20 Jahren dieses Anwesen hier gekauft, als ehemaliges Ferienheim, haben das umgebaut und dieser Name Sauwald nennt sich dieses angrenzende Waldgebiet. Das kommt aus dem Mittelalter, es war ein herrschaftliches Jagdrevier für hauptsächlich Schwarzwild. Das hat man in sogenannte Saufänge getrieben. Also in unserem Logo ist dieses angedeutet, dieses spitz zulaufende Gebilde aus Feldsteine, um den herrschaftlichen Jägern dann zu ermöglichen, in kurzer Zeit ziemlich viel Wild zu oder Wildschwein zu jagen. Und da ist uns jetzt eine reingelaufen, zufällig. Ja, und die haben wir heute gefangen, haben sie in die Küche gebracht. Kai Uwe Schreider und Sandra Dahm sind die Köche des Hauses und haben... Kai Uwe hat die Sau gefangen quasi heute, die er zubereiten wird. Aber vorher gibt es eine Suppe. Welche Suppe? Es gibt eine helle Holundersuppe als Vorspeise. Und dann die Sau? Und dann gibt es die Wildsau in Schwarzbiersauce. In Schwarzbier. Und Sandra macht dann dazu? Original böhmische Knödel. Ja, und als Dessert? Quarkkäse und Holunderblüten im Bierteig gebacken. Also wieder Holunder, Holunder. Wir sind in der Sommerzeit, wir sind im Frühling. Aber das erzählen wir dann alles in der Küche und zeigen es auch. Bevor wir dorthin gehen, schauen wir uns erst noch mal in der Umgebung um. Wie es sein Name besagt, ist das über 600 Jahre alte, typisch erzgebirgische Waldhufendorf Tannenberg, der Mittelpunkt des Erzgebirgskreises, von vielen Fichten und Tannen und etlichen Bergen umgeben. Aber vermutlich ist der Ort, der nur ein paar Minuten von der Erzgebirgshauptstadt Annaberg entfernt liegt, noch ein paar Jahrhunderte älter. Der Passklausenturm zeugt davon. Er wurde bereits Anfang des 12. Jahrhunderts errichtet und diente zur Grenzsicherung gegenüber Böhmen. Der Turm gehört mit zu den ältesten Bauwerken Sachsens. Seit 1465 ist die Kirchengemeinde von Tannenberg selbstständig. Über die Jahrhunderte wurden an der St. Christophoruskirche zahlreiche Um- und Anbauten vorgenommen. Das heutige Aussehen erhielt sie 1999 durch eine komplette Außenrenovierung unter Neudeckung des Daches. Sehr informativ und auch sehenswert sind der Naturlehrpfad und das Wildgehege mit einheimischem Rotwild. Beides befindet sich in unmittelbarer Nähe des Waldgasthofes und Hotels am Sauwald. Aus einem alten Bauerngut aus dem 18. Jahrhundert, das zwischenzeitlich verschiedene Besitzer hatte, zauberte Familie Cornelia und Uwe Stöckel vor 25 Jahren einen attraktiven Landgasthof, der zu jeder Jahreszeit besuchenswert ist und in dem sich sowohl die Einheimischen als auch die vielen Gäste aus der Ferne überaus wohlfühlen. Ob im erholsamen Biergarten inmitten von hochgewachsenen Bäumen und blühenden Sträuchern, in der typisch erzgebirgischen Bauernstube oder in der anheimlichen Kaminstube. Im Sauwald lässt sich gut feiern und genießen. Auch weil die Küche für seine schmackhaften Speisen weithin bekannt ist. Die 20 gemütlich eingerichteten Zimmer im erzgebirgischen Landhausstil, die hier im Sauwald natürlich mit einem sauguten Frühstück gebucht werden können, lassen den Aufenthalt zum entspannten und erholsamen Erlebnis werden. Der umfassende und sehr freundliche Service wird von den Gästen durchweg gelobt. Dafür engagiert sich der Chef des Hauses und umsichtige Wirt Uwe Stöckel auch gern ganz persönlich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Küche von der Gaststätte am Sauwald mit Kai Uwe machen wir jetzt eine Holundersuppe. Ganz frischer Holunder, hier um die Ecke gepflückt, ja. Es ist eine Sommersuppe, eine Frühlingssuppe, im Erzgebirge eine Sommersuppe, eine sehr schmackhafte Suppe, die man süß, aber auch herb zubereiten kann. Wir machen es heute als eine Vorspeise, als eine süß-herbe, würde ich mal sagen. Genau. Sagst du uns mal die Schritte, wie es jetzt weitergeht? Also ich habe hier schon als erstes eine Gemüsebrühe vorbereitet, die bereits
kocht. Ja. Dort gebe ich diese Holunderdolden dazu und lasse sie so 10 Minuten so was ziehen. Ja. Wenn die dann gezogen ist, wird die mit Mehlbutter abgebunden. Mehlbutter, sagen wir noch ganz kurz, das ist einfach gute Butter. Einfach gute Butter mit Mehl verknetet. Ja. Kann man auch wunderbar vorbereiten, sich die zur Seite stellen. So, und auf diese Größe, wie viel nimmst du da? So, circa einen Esslöffel voll. Also einen Esslöffel, ja. Das rühren wir kräftig. Das wird kräftig eingerührt. Und als nächstes käme jetzt dazu? Es wird dann mit Honig, Pfeffer, Salz. Hier haben wir erzgebirgischen Honig vom Imker aus Dannenberg. Wunderbaren Honig, ja. Der kommt dazu. Dann hast du hier noch stehen Sahne. Die Sahne wird mit dem Ei verquirlt. Eier. Das wird zusammen verquirlt. Ja. Vornweg gebe ich aber noch etwas Pfeffer und Salz dazu. Ja. Das ist eben diese etwas herbere Variante, von der ich sprach. Also nicht rein süß, nicht nur der Zuckergeschmack des Honigs drin, sondern auch eine sehr angenehme, leichte Pfeffervariante. Er nimmt hier schwarzen Pfeffer, man kann auch weißen Pfeffer nehmen, also was genau. Sie da haben. Dann, so, hast du schon gesagt, wird jetzt verrührt das Eigelb. Das Eigelb in die Sahne. Mit der Sahne. Und es wird zusammen aufgequirlt und das kommt in die Suppe rein. Suppe gegeben. So, und danach circa eine Viertelstunde stehen gelassen. Ja. Und anschließend wird sie durch Sieb abgeseiht, dass also diese Holunderdolden aus dieser Suppe raus sind. Und wir machen sie ja als kalte Suppe am heutigen Tage und lassen die Suppe dann abkühlen. Also, die nächsten Schritte zeigen wir Ihnen jetzt nicht, sondern dann, wenn wir uns treffen. Wenn wir das Menü verkosten, dann werden Sie sehen, was das für eine zauberhafte Suppe ist. Denn zum Schluss kommen noch diese wunderbaren Blüten aus dem Garten um die Ecke drauf. Vorbei an der Wiese mit den Auerochsen, die auch als empfehlenswerte Delikatesse auf der Sauwald-Speisekarte zu finden sind, kommt man in Schönfeld, unweit von Annaberg-Buchholz, in die stets gut besuchte Anton-Günther-Schenke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unweit vom Sauwald, quasi um die Ecke, liegt Schönfeld und dort die Anton-Günther-Schenke. Und ich bin mit Cornelia Stöckel verabredet. Sie ist die Chefin des Hauses und ich will von ihr erfahren, warum heißt die Anton-Günther-Schenke Anton-Günther-Schenke? War der hier unser großer Liedermacher? Nein, der große Liedermacher, glaube ich, war nicht in Schönfeld. Aber das hat den Grund, mein Großvater ist in Gottesgab geboren, aha, hat dort seine Kindheit verbracht und auch dort gelebt, bis der geschichtliche Verlauf das so ergeben hat, dass er hier nach Schönfeld umgesiedelt ist. Mhm. Ja, und in unserer Familie wurde eigentlich Liedgut von Anton Günther, Brauchtum, immer gepflegt und auch durchgeführt. Da bietet sich sehr an. Genau. Aber das war nicht immer Gaststätte hier? Hm? Nein, das war nicht Gaststätte, das war das Elternhaus von meinem Vater. Das war ein Bauerngut und wo wir jetzt hier sind, das war das Wohnhaus. Also ich muss sagen, Anton Günther hätte sich hier bestimmt wohl gefühlt, denn ihr habt eine der wenigen Gaststätten im Erzgebirge, muss ich sagen, so eine umfangreiche erzgebirgische Speisekarte mit einer richtigen erzgebirgischen Küche. Und was ist da das Besondere drauf? Was bietet ihr so an? Also es war ja so angedacht, deswegen haben wir die erzgebirgische Küche ja genommen, weil es Anton Günther-Schenke heißt. Mhm. Und das geht los von Erdäpfelsuppe über Speckfettbämm, alles was man so im Erzgebirge Grine kennt. Grüne Glitscher, Buttermilchgätzen, Fleischsachen gibt es natürlich auch. Das Schöpsenfleisch ist sehr beliebt bei unseren Gästen. Und dann haben wir auch neue Sachen kreiert, wie das Hutzenessen oder Schwammegieressen. Also lohnt sich. Was in die heutige Zeit passt. Es lohnt sich, in die Anton-Günther-Schenke zu kommen. Nicht nur wegen des guten Essens, sondern auch wegen des guten Schnaps. Es gibt nämlich hier einen Schnaps, der den Namen von Anton Günther trägt. Da passt dann noch jeden Essen. Jawohl, ja, und ich würde sagen, wir trinken auf euren weiteren Erfolg. Dankeschön. Alles Gute. Und bevor wir das Glas jetzt austrinken, sage ich nur unseren Zuschauern, dass wir jetzt gleich wieder zurückgehen, um die eigentliche Sau zu braten im Sauwald. Zum Wohl. Zum Wohl.
aus der anderen Günterschenke zurück, sind wir wieder in der Küche des Sauwalds mit Santa und Kai Uwe. Und er hat uns, wie gesagt, die Sau gefangen. Und hier liegt sie, ein wunderbares Stück Wildschwein, zwei Stück. Genau. Und wir machen jetzt diese Wildschweinkeule in Bier. So, genau. Was sind die nächsten Schritte? Wir machen eine Marinade, wo wir dann dieses Wildschwein einlegen. Wir nehmen dazu einen richtigen schönen Schluck Specht-Schwarzbier. Zum Bier muss ich noch dazu sagen, wir nehmen jetzt Schwarzbier. Unser Altvorderen im Rezept ist es so, die hatten Coventmeere genommen, also ein Dünnbier. Weil dieses Bier früher war viel stärker als unseres heutiges, deshalb haben sie das Dünnbier genommen. So, dann kommt dazu... Dann kommt dazu gestoßener Kümmel. Ja. Wieder unser Honig hier aus der Region. Und Wacholderbeeren. Wacholderbeeren, also ist ja wild. Deshalb dieses Wildgewürz dazu. Und nicht zu vergessen, das ist ganz wichtig. Dieser Kümmelschnaps. Kümmelschnaps, ja, der also nochmal den Kümmelgeschmack unterstreicht und auch vom Alkohol ein bisschen Aroma reinbringt, aber Alkohol verfliegt ja dann, also es bleibt im Grunde nur noch das Aroma übrig. Genau. So, jetzt legen wir in diese Marinade unser Schwein ein. Unser Wildschwein ein. Okay. So. Und jetzt, wie das so üblich ist, wir haben das natürlich abgekürzt, damit Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht zu lange warten müssen. Hier ist jetzt also das eingelegte Fleisch. Das habe ich euch gestern vorbereitet, habe das gestern eingelegt. Ja. So, dass das Fleisch ordentlich durchzieht. Macht sich gut, wenn man es ein bisschen länger einlegt. Genau. Also das kann ruhig auch mal 2-3 Tage liegen. Ja? Das kann 2-3 Tage liegen, problemlos. So, und dann kommt es in Bräter, wo du Speck drin hast. Ich habe Speck genommen als zum Anbraten. Jetzt hört man es wahrscheinlich nicht. Speck mehr Geschmack gibt. Ja. Man kann aber nach wie vor Butterschmalz oder ähnliches dazu nehmen. Wunderbar. So, jetzt kommt das mit dem Bräter in den Ofen. Und wie lange wird es das drinnen lassen? Bei dem circa 2 Stunden. Also 2 Stunden braucht es schon. Und in der Zwischenzeit machen wir die Beilage mit Sandra. Und wie das üblich ist bei unserer Kochsendung, wir bringen immer etwas aus dem sächsischen und aus dem böhmischen Erzgebirge. Dazu passen natürlich ideal die böhmischen Knödel. Und deshalb werden wir jetzt mal hier Platz machen, damit die Sandra uns noch mal zeigen kann, wie echte böhmische Knödel zubereitet werden. Es ist im Grunde ganz einfach. Was nehmen wir jetzt? Also wir haben erstmal eine große Schüssel. Genau, dann nehmen wir 500 Gramm Mehl. Ja, das schütten wir hier rein. Hä? Ja, genau. Das mache ich schon mal. Mal sehen, dass es nicht so sehr staubt. Da haben wir das. Dann kommen Sie das Eier. 2 ganze Eier dazu. Ja. Zuerst noch das Backpulver. Also Backpulver, das ist die eine Variante. Es gibt noch eine andere Variante mit Hefe. Wir machen aber die heute... Mit Backpulver. Ist die bitte schnellere. Ja. Ja, da muss es nicht gehen. Also man kann natürlich auch... Unsere Altvorderen, die haben das noch anders gemacht. Die haben weder Backpulver noch Hefe, die haben Hirschhornsalz genommen, aber der Geschmack ist nicht so besonders. Dann sind sie davon weggekommen und als das Selterswasser aufkam, mit den Blubdingern da drinnen, hat man das genommen. Aber wir nehmen es heute auch ein bisschen dazu. Ja, 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 genau. Aber jetzt erstmal würzen. Eine Prise Salz. Ja. Dann geben wir erstmal die Brotwürfel. Ja. Und vermengen erstmal diesen Teig grob mit der Hand. Ja. Ich hole mal schon das Wasser rüber. Und die Eier, wann machst du die rein? Jetzt. Die geben wir jetzt dazu. Jetzt, ja. Und dann gießen wir sozusagen. Das, ja, das muss man mit Gefühl machen, man weiß ja nicht. Ja, wie gesagt, man muss erst mal sehen, ob dann der Teig etwas zähflüssig. Das kommt aufs Mehl auch drauf an und so weiter. Also da muss man ein bisschen improvisieren. Genau, man kann dann immer, wie gesagt, noch etwas dazugeben, wenn es zu wenig war. Es muss ein stabiler Teig werden, ja, den man auch dann auf dem Blech oder auf dem Brett ausrollen kann. Ja, wo man dann eine Rolle macht oder eine Kugel, je nachdem. Mit den Händen formen kann. Also er sollte nicht dünnflüssig laufen, sondern richtig schön zäh. Okay. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und da wir Sie auch da nicht langweilen wollen, haben wir natürlich schon so ein Knäuel, so ein Stück Teig in unserem Topf. Ist das schon drin? Nein, noch nicht. Dann holen wir das mal.
und geben das hier in diese wirklich kochendes Wasser. Das ist ganz wichtig. So, das Knödel ist also im Topf. 20 Minuten hatten wir es drin. Und jetzt holen wir es raus, um zu zeigen, wie es richtig angeschnitten wird. Ja? So, und jetzt zeigen wir unseren Zuschauern, ich habe schon mal einen Faden abgerissen. Es gibt ja verschiedene Varianten. Manche machen die längs, dann wären es kleinere Stücke. Wir haben es hier jetzt ein bisschen runter gemacht. So, also, nochmal. Wir nehmen diesen Faden in der Hand, legen ihn sozusagen unter das Knödelbrot. Ja. Nehmen diese beiden Enden hoch, in der Mitte zusammen und ziehen kräftig durch. Der sogenannte Kreuzschnitt. Ja, das ist wichtig. Und das geht jetzt von Scheibe zu Scheibe. Und dadurch wird nämlich das Knödel an der Schnittfläche eben schön rau und es saugt wunderbar die feine Soße dann auf. Wenn wir es mit dem Messer machen würden, bleibt eine glatte Fläche und es ist eben nicht so aufsaugfähig. So, und diese feinen Knödel reichen wir jetzt zu unserem Wildschwein, zu der feinen Soße, die wir dazu gemacht haben. Genau. Mit Sandra bereiten wir jetzt das Dessert zu. Es gibt heute wieder etwas böhmisch-erzgebirgisches, typisches Quarkkeulchen. Ja? Wir haben hier die Zutaten hingestellt. Natürlich, bei Quarkkeulchen ist Quark dabei, aber was kommt noch dazu? Wie geht's los? Also man nimmt sozusagen Kartoffeln vom Vortag. Ja. Das ist schon ein bisschen schön trocken. Gekochte Kartoffeln. Genau, die reibt man. Ja, kann man auch durchquetschen. Ja, ja klar. Kann man auch, wie gesagt. Das ist kein Problem. Ja. Dann nimmt man sozusagen den Zucker. Ja. Dann wieder eine Prise Salz. Okay. Dann gibt man den Quark dazu. Quark, weil es Quarkkörchen heißt. Ne? So. Dann haben wir noch ein Ei hier stehen. Ja, für die Bindung. Ja. Und wir mischen noch ein paar Rosinen runter. Wir haben zwar schon Zucker dran, ist schon ein bisschen süß, aber die Rosinen machen wir auch noch rein. Ja. Ne? Sind die in Schnaps vorher eingelegt? Nein, oder? Wir haben sie diese in Holundersirup eingelegt. Ja, natürlich. Wir haben ja heute ein bisschen Holunderküche und deshalb genau, sonst werden macht sie sich das eingelegt, aber diesmal haben macht wir sich das gut. Also auch rein damit. Ja. So, nun muss das vermischt werden, ne? Ja, genau. Erstmal so grob. Ja, und wenn es dann grob vermischt ist, geben wir noch das Mehl dazu. Dann schütte ich ein bisschen Mehl dazu. Ich mache mal ganz langsam. Ja. Ein paar Krümel erstmal. Auch hier wieder kein so rechtes Maß, sondern man muss ein bisschen mit Fantasie und Gefühl, wenn das stabil wird. Ja. Ja, es sollen ja locker bleiben. Wir machen nicht zu viel Mehl rein. Oder noch ein bisschen? Ja, noch ein kleines bisschen. Muss schon noch ein bisschen, sonst fallen sie auseinander. Das wollen wir ja auch nicht. Genau. Ja? So, müsste reichen. Na, ich denke noch ein kleines bisschen. Ja. So, war ja auch eine große Masse. Kartoffeln, also wie viel kriegen wir da Keulchen, Quarkkeulchen also gut raus? Gut 8 bis 10 Stück. 8 bei 500 bis 10 Gramm Stück. Ja. Gekochte Kartoffeln. Gut, wenn Sandra das jetzt durchgemischt hat, was gleich passiert ist, dann wird sie daraus, sie hat dort schon Fett in der Pfanne heiß gemacht, denn die werden ja in Fett ausgebacken, ja? Ja. Wird sie also kleine Kügelchen erstmal formen. Aber wir sagen ja, unsere Quarkkeulchen, es gibt zwei Formen. Es gibt die etwas länglichen und es gibt aber auch flache Runde, wie Taler. Ja? Genau. Und die machen wir jetzt, weil die Runden, das braucht zu lange, bis sie durchgebacken sind. Die flachen, das geht dann viel schneller. Ne? Genau. Warte, ich mache mal gleich noch so ein Ding mit. Also rund. Wunderbar. Von beiden Seiten goldgelb angebrochen. Immer ein bisschen Mehl an den Finger, genau. Sonst klebt das schrecklich. Aber so erstmal rund, wie Knödel machen. Ja, und dann hat man diese schönen flachen Dinger. Also im Grunde wie Buletten. Ne? Quarkbuletten. Mal was anderes. Ja, nee, also unsere Quarkkeulchen. So. Die braten jetzt schön vor sich hin. Ach, die kriegen wir gar nicht alle rein. Eins kriegen wir noch dazu. Das mache ich noch hier rein. Dann hören wir erstmal auf. Sandra mit Quarkkeulchen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Wir können sie noch nicht wenden. Die müssen ja ein bisschen knusprig werden. Aber in der Zwischenzeit haben wir hier Bierteig. Ja. Und was machen wir jetzt damit? Wir tauchen sozusagen diese Holunderdolden
einen liefen Bierteig, der aus Bier, Eiern, Mehl, Zucker und einer Prise Salz hergestellt worden ist. Holunderdudel. Wenn wir Geruchsfernsehen hätten, das ist ein fantastischer Geruch. Ja? Und den wollen wir dann auf dem Teller haben. Also, genau. Bitte. Dann nehmen wir diese Blüte, dann ziehen wir diesen Bierteig. Ja. Lässt sie aber trotzdem etwas abtropfen. Ja. Und hier ist heißer Schweineschmalz. Also wir haben es bewusst nach dem alten Rezept gemacht. Schweineschmalz heiß gemacht. Und jetzt gibt sie das da rein. Und wenn es heiß genug ist, und das ist es, dann fängt das an zu brodeln hier. Ja? Genau. Und backt wunderbar aus. So, die nächste Dolde hinein. So, wir haben also unser Quarkhäulchen jetzt gewendet. Die Dolden brutzeln im Schweineschmalz. Und wir werden dann das alles draußen nochmal schön hinstellen, sodass wir unser Dreigangmenü, es ist ja schon jetzt ein Vier- oder Fünfgangmenü draus geworden, wenn wir die Einzelheiten dazu zählen, dass wir es dann draußen nochmal unseren Zuschauern präsentieren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben also jetzt unser Sauwald-Menü, unser Dreigang-Menü aus dem Erzgebirge vor uns. Ich will noch mal kurz sagen, eine wunderbare weiße Holundersuppe, eine kalte Holundersuppe. Ist ja bekannt, dass man die auch heiß servieren kann, aber wir haben jetzt Sommer. Und es gibt natürlich die blaue, die man im Winter isst, dann von den Beeren. Wir haben Wildschwein mit handgeschnittenen Fadenknödel oder geschnitten mit dem Faden. Ja. Dann haben wir unser Keulchen, unser Quarkkeulchen und Holunderbeeren in Bierteig gebacken. Aber Herr Stöckel, es gibt ja nicht nur Wildschwein bei euch, oder? Nee, wir haben eine reichhaltigere Speisekarte als nur das Wildschwein. Und das Besondere darauf? Das Besondere darauf ist vielleicht jetzt der Auerochse, ja, den wir selber auf der Weide stehen haben und da doch im Jahr so 2-3 Stück mal erlegt werden. Und dann haben wir den Auerochsen auf der Karte. Wir haben natürlich auch saisonbedingt verschiedene andere Speisen, selbst vom Spargel, was heute momentan auch ist. Wir haben auch eine sehr gute Karte von Kräutern, und die wir hier aus der Region nehmen. Also Auerochse würde ich auf alle Fälle empfehlen. Natürlich neben unserem guten Wildschwein und dem guten Bier, das es hier gibt. Wir trinken auf euren Erfolg weiterhin. Ich danke der Küche für das gute Mittun, und ich wünsche unseren Zuschauern ebenfalls alles Gute, aber vorher trinken wir erstmal. Zum Wohl. Und wie immer, wer die Gerichte nachkochen will, bitteschön, im Buch Erbgerichte finden Sie die. Da finden Sie nicht nur die Rezepte, sondern natürlich auch die Kulturgeschichte, die hinter den Rezepten zu finden ist. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Zuschauern und wünschen Ihnen ein herzliches Glück auf.